So, nachdem wir jetzt einige Studienbibeln hatten, denke ich mal, können wir heute mal mit einer anderen weitermachen, und zwar mit der Mengebibel. Das ist dieses schmucke Teil, zwei Lesebändchen. Wir gucken einfach mal rein in die Mengebibel, das ist die 2020-Version. Oh, jetzt kommen mir gleich noch zu viele Bücher hinterher. Okay, schauen wir mal. Da haben wir die Mengebibel. Ein sehr schönes Cover. Es fühlt sich gummiert, kartoniert an. Es macht einen sehr wertigen Eindruck. Aber nun mal zum Eigentlichen. Die Mengebibel. Gut. Sie ist aus dem CLV Verlag und macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Mengebibel. Und was einem sofort auffällt, sie hat ein sehr, sehr schönes Druckbild. Und kommen wir vielleicht mal zu ein paar Eckdaten. Hermann Menge ist derjenige, um den es hier geht. Vielleicht zu sagen, er lebte zwischen 1841 und 1939. Also ist im Zweiten Weltkrieg 1939 verstorben. Und man sagt, sein Leben ist eigentlich grundsätzlich langweilig. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt hierbei, weil man ihm nachsagt, dass er Zeit seines Lebens in der Stille hier bei der Übersetzung von der Urschrift zur sogenannten Mengebibel eigentlich Gottes Wort gefunden hat. 17 Jahre in der Stille. Er ist nämlich ganz überraschend hierbei Gott begegnet, sagt man. Denn eigentlich war er durch und durch ein Gelehrter, hat eigentlich nur am Schreibtisch gesessen, und vom Beruf war er nämlich eigentlich Gymnasiallehrer für alte Sprachen. Er verfasste damals neuartige Werke für den Lateinunterricht, hat damals das grundlegende Wörterbuch übersetzt, Wörterbuch für Latein und auch für Altgriechisch. Und hier sieht man schon, dass er eigentlich genau das Grundgerüst mitbrachte, um eigentlich auch hier diese Bibel zu übersetzen. Während seiner Laufbahn erwarb Menge sich großartige Anerkennung. Für sein Unterrichtsbuch bekam er damals sogar einen Professorentitel. Und obwohl er immer nur an Gymnasien und nicht eben an Universitäten unterrichtete, bekam er trotzdem den Professorentitel. Mit 60 Jahren dann ließ er sich dann in den Ruhestand versetzen, doch kaum merklich hatte sich kurz vor seiner grundlegenden Wende in seinem Leben, hatte sich dann eine grundlegende Wende in seinem Leben angekündigt. Und das war dann die Übersetzung dieses eigentlichen Werkes. Denn man muss dazu sagen, das war so 1899, da saß er an seinem Schreibtisch, wird berichtet, und bereitete Andachten für die Schule vor. Ja, also trotzdem, obwohl er im Ruhestand war, hat er dann immer noch Andachten vorbereitet. Und hat dann eigentlich gemerkt, dass er sich mit der eigentlichen Schrift überhaupt nicht auskannte. Er war in der Bibel eigentlich überhaupt nicht wirklich zu Hause. Er kannte ja einige Sprüche, einige Zitate. Und weder den Römer noch den Galaterbrief kannte er. Das war umso peinlicher, da er ja eigentlich Experte, wie schon gesagt, im Altgriechischen war und auch im Latein. Auch wenn Latein hier jetzt nicht wichtig ist für die Übersetzung aus der Ursprache. Und dann hat er sich dann endlich mal vorgenommen, dieses Neuland eben auch zu erobern. Und wie es in seiner Art entsprach, begann er gleich, sich Notizen zu machen. Stück für Stück übersetzte er das Neue Testament. Für viele Texte brauchte er mehrere Anläufe, und er erkannte, dass er bisher vom christlichen Glauben gar nichts begriff. Und hier kommen wir dazu, was ich meinte, 17 Jahre in Stille zum Glauben gefunden. Für ihn war das immer so eine Art äußerliches Christentum, wie es halt unter den Gebildeten so gesagt wurde oder halt dazu gehörte. Von den Evangelien und Erlösung hatte er überhaupt nichts erfasst. Das änderte sich, wie gesagt,
nicht schlankartig, sondern durch Einwirkung von dem Übersetzen von Wort zu Wort. Und das sagte ich auch in meinem anderen Video, man muss so einen Text mit Sinn und Verstand lesen und Ruhe. Nicht einfach mal so eben zwischendurch und ja, hier, jetzt habe ich den Spruch des Tages, ich kopiere mir den und zack ab, mach daraus ein Bild, mach daraus einen Instagram-Post und gutes. Nee, Sinn und Verstand. Drüber nachdenken. Und recht bald fand er dann auch dafür einen Verleger, der Interesse hatte an Menges Übersetzung. Sie kam in wertvoller Aufmachung, Ausstattung daher. Also die ist jetzt hier auch hochwertig. Ja. Das war aber nicht damals der Verlag. Und sie wurde ein totaler Misserfolg. Das Buch verkaufte sich kaum. Menge zog sich daraus seine eigenen Schlussfolgerung. Er wollte nur noch für sich selbst das Alte Testament halt übersetzen, damit das eben auch hat. Und das tat er. Nach 12 Jahren war das Werk abgeschlossen. Menge legte es in die Schublade und er hatte keinerlei Illusion darüber, dass er diese Übersetzung etwa in einem Verlag unterbringen könnte. Und Menge war damit völlig zufrieden mit diesem Zustand. Seine Arbeit hatte sich bereits ausgezahlt, für ihn selbst nämlich. Er hatte damit durch zu Gott gefunden. Es war so eine gewaltige äußere Änderung für sich, die dann in ihn verwurzelt wurde. Einige Jahre später wurde die Menge Bibel doch noch gedruckt. Und er arbeitete dann Zeit seines Lebens, bis er dann starb. 1939 immer wieder an Veränderung, bis er dann wirklich verstarb und das war's. Der eigentliche Erfolg seiner Bibel kam allerdings erst in den 50er, 60er Jahren, doch Menge lebte da schon längst nicht mehr. Aber heute ist die Menge-Übersetzung immer noch ein wahnsinnig gutes Grundgerüst, um Sachen im Urtext zu lesen, also die nah am Urtext sind. Denn er hatte auch Begriffe und Worte, die findest du jetzt in einer x-fach revidierten Lutherbibel heute gar nicht mehr. Aber er hatte hier seinen ganz eigenen Charme, seinen ganz eigenen Charakter. Die Menge-Bibel ist sehr, sehr, hier auch sehr schön aufgemacht. Hast unten noch ein paar Erklärungen, wo noch Sachen von der Übersetzung her näher erläutert werden. Und es ist rundherum ein gelungenes Werk, was, wenn man jetzt Luther liest, wenn man jetzt auch die Elberfelder liest, einfach auch mal andere Worte findet. Er hat hier einen ganz eigenen Charakter, eine ganz andere Wortwahl. Und das macht es Spaß, eine Menge-Übersetzung heute an die Hand zu nehmen. Und manchmal sehe ich auch einige Pfarrer bei uns, die neben ihrer normalen Lutherbibel manche Sätze eben auch in der Menge wiedergeben, in der Menge-Bibel, Menge-Übersetzung, weil es manchmal einen Satz oder auch einen Sachverhalt von ganz anderen Seite mal beleuchtet, wenn man andere Wörter nimmt.